Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Es ist die erste Folge in diesem neuen Jahr, somit wartet also auch 2023 wieder einiges auf euch, was wir uns gemeinsam anschauen wollen. Ich hoffe, ihr habt alle schön reingefeiert, seid gut hineingerutscht und habt alle eure Finger und Extremitäten behalten, bei dem, was sich manche so ins Haus holen. Ich wollte eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr euch noch eine Folge zeigen, aber das wurde dann alles wieder etwas stressig und ihr kennt das ja sicherlich in diesen Tagen. Somit starten wir also ganz entspannt in der ersten Woche des neuen Jahres. Glücklicherweise gab es viele Informationen zum Durchwühlen, um euch ein wenig über dieses Objekt erzählen zu können. Kommt nun also mit auf eine nicht ganz ungefährliche Tour durch Geschichte und Trümmer. Solltet ihr nach dieser Folge noch etwas Zeit haben, dann schaut gerne einmal auf unseren Kanal und schenkt uns ein Abo, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex.de direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch das einstige Prestigeobjekt der Stadt Gera, das Ballhaus Wintergarten. Als ich von diesem Objekt erfuhr, war es längst abgerockt, beschmiert und zerstört. Allerdings wollte ich unbedingt mal vor Ort gewesen sein und, wie ihr sehen könnt, hat das ja funktioniert. Außerdem wollte ich euch unbedingt mal davon berichten. Diese Aufnahmen sind doch etwas ganz Besonderes, warum erzähle ich euch aber erst später. Um tiefer in die Materie eintauchen zu können, schauen wir wieder einmal viele Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit, um so manche Frage zu klären. Natürlich hilft uns nur der bewährte Ohrschleim, um diese Fragen zu klären, und damit beginnen wir am besten jetzt, aber eins muss ich noch vorweg loswerden. Während meiner Recherche stellte ich wieder einmal fest, und ihr könnt gern selbst einmal nachschauen, dass viele Seiten im Netz sich zwar mit dem Thema Geschichte auseinandersetzen wollen, aber am Ende gerade, und das ist mir am häufigsten aufgefallen, von rottenplaces.com, eine Seite, die viele von euch wahrscheinlich kennen, einfach kopieren. Und das auch noch so offensichtlich, dass man sich als Leser schon etwas blöd vorkommt, wenn man auf 10 verschiedenen Seiten ist und 8 davon dasselbe schreiben. Also liebe Kollegen oder Gleichgesinnte, schreibt doch bitte eure eigenen Texte. Das ist nicht nur professioneller, sondern bringt euch, wenn ihr die Recherche richtig betreibt, auch neue Erkenntnisse, Informationen und vieles mehr. Denn so ergeht es mir sehr häufig, so auch in dieser Folge. Es kostet zwar etwas mehr Zeit, lohnt sich aber am Ende. So ganz genau beschreiben lässt sich die Entstehung dieses Etablissements, was Jahreszahlen angeht, nicht so recht. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Jahre 1721 gab es an Ort und Stelle bereits eine Schenke zu den Pforten. Sehr wahrscheinlich präsentierte sich das Objekt damals noch in völlig anderer Optik. Leider gab es keine Bilder aus dieser Zeit, wie auch, denn die ersten Fotos entstanden ja erst gute 100 Jahre später. Mit einem Eigentümerwechsel 1793 änderte sich dann vieles, vor allem der Name. Der damalig pachtende Gastwirt Richter kaufte seine Wirkungsstätte und es entstand nach diversen Umbauten das neue Gasthaus zum Lindental.
Knapp 60 Jahre später, 1850, kam es zu einem verheerenden Brand in der Gaststätte, von dem man sich aber die Stimmung nicht vermiesen ließ. Alles wurde wieder aufgebaut und der Betrieb ging reg weiter. Angeblich sogar mit Richter selbst, der sich als damaliger Namensgeber mit Sicherheit in einem schon sehr hohen Alter befand. 1896 entstand nun das Gebäude in der Form, wie es die meisten heute noch kennen. Das komplette Gebäude wurde neu errichtet und trug fortan den Namen Wintergarten. Wobei es nie einen tatsächlichen Wintergarten gab, erst später machte der Name wenigstens ein bisschen Sinn. Vermutlich bekam das Gasthaus in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts die so bekannten Theaterräumlichkeiten. Eine Zahl, die hier immer wieder genannt wird, ist 1910. Von wem der Name Wintergarten stammt, wer das Gebäude bauen ließ und wer Eigentümer war, all diese Fragen blieben leider ohne Antwort. Es muss, wie man heute sagen würde, der Place to be gewesen sein, wenn man sich amüsieren, feiern oder etwas anschauen wollte. Zu jener Zeit war der Hauptsaal, neben welchen es noch einen Grottensaal und drei weitere Geschäftssäle gab, Geras größter und komfortabelster Theatersaal und dies auch über die Stadtgrenzen hinaus. Denn auch um Gera gab es nichts Vergleichbares. Ein absolutes Prunkstück mit verzierten Säulen und Stuckornamenten, wo immer man auch hinschaute. Mit etwa 250 Quadratmetern freier Nutzfläche, ohne Stützbalken, mitten im Raum vor der Zeit des flächendeckenden Stahlbetons, war der Saal auch recht geräumig. Es gab zwei obere Ränge, von denen man ebenso sehr gut sehen konnte. Rückblickend könnte man meinen, Geras Nachtleben fand nur hier statt. Im Netz gibt es etliche Berichte, Bilder, Postkarten und Erwähnungen dieser Einrichtung. Ich werde euch in die Infobox einiges davon verlinken. Schaut da also mal rein, wenn euch das interessiert. Die Rede ist von Theateraufführungen, Karneval, Konzerte, Ball- und Tanzaufführungen, Kabarett und vielem mehr. Und ganz abgesehen davon, dass man hier mit der ganzen Familie ebenso essen gehen konnte. Entsprechend wurde der größte Saal der Stadt auch beworben. Zitat auf einer Postkarte: großartigstes Etablissement Geras und Umgegend. Letzteres Wort sicherlich heute seltener zu finden. Im Ersten Weltkrieg musste der schöne Saal 1916 als Lazarett herhalten. Für wie lang ist allerdings unbekannt. Viele Objekte mussten in dieser Zeit provisorisch herhalten. Die Massen an Verwundeten waren durch Heilanstalten und Krankenhäusern allein einfach nicht tragbar. Häufig kam man in Schulen, Turnhallen sowie Lagerhäusern und wie auch hier in Konzertsälen unter. Ich denke aber, spätestens mit dem Ende des Krieges 1918 konnte der Betrieb weitergehen. In den goldenen 20er Jahren beherbergte das Ballhaus einen lokalen festen Gesangsverein und zwischen 1924 und 25 sogar ein eigenes Orchester. Wobei, wenn ihr mich fragt, nun ein wenig Größenwahn dabei war. Aber so waren sie eben, die goldenen 20er Jahre. Allerdings muss es ab 1924 ein Operettentheater selbst über die DDR-Zeit bis 1989 im Haus gegeben haben. Leider fand ich so gut wie nichts über die NS-Zeit und die Kriegsjahre in Bezug auf das Ballhaus. Sicherlich wird es hier diverse politisch-propagandistische Auftritte gegeben haben. Nachvollziehen lässt sich dieser Teil aber kaum. Übrigens befinden wir uns hier im Gerer Stadtteil Pforten, einem Teil der Stadt, der in den Kriegsjahren auch viele Bombentreffer hinnehmen musste. Ob auch das hier gezeigte Ballhaus Wintergarten getroffen wurde, bleibt ein Rätsel.
Auch über die DDR-Zeit liest man kaum etwas. Normalerweise ist es genau umgedreht, man erfährt viel über die Tage in der DDR, aber das war hier eben genau umgedreht. Keine Infos zum Thema DDR, lediglich einige Bilder konnte ich finden von diversen politischen Geschichten und so weiter und so fort. Vermutlich war das Ballhaus zu dieser Zeit ein typisches Kulturhaus, wo neben einigen wenigen Abendaufführungen vor allem politische Floskeln von Parteifunktionären breitgetreten wurden. Fakt ist aber, dass während der DDR Zeit kaum Geld in die alte Wirkungsstätte floss und der Zustand nach der Wende alles andere als gut war. Wann das Ballhaus Wintergarten in staatliche Hände fiel, konnte ich ebenso nicht herausfinden. Solltet ihr dazu oder zu diesem Thema generell Informationen haben, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Ich danke euch dafür. Ende der DDR ging das Gebäude aus dem Staatseigentum wieder zurück in gleich mehrere private Hände. Die Rede ist von gleich mehreren Eigentümern, die in den frühen 90er Jahren auch erste Konzerte haben stattfinden lassen. Doch das Aus kam schneller als erwartet. Zügig suchte man neue Investoren, die leider nie gefunden wurden. Seit der Jahrtausendwende gehörte das Ballhaus dem Steuerberater Alfred Rührer und seiner Firma, welcher 2001 das Objekt wiederbeleben wollte. Doch passiert ist eher wenig. Bis 2013 gab es immer wieder verschiedene neue Pläne und sogar einen städtischen Bebauungsplan, der das einstige Prunkstück aber nicht in neue Sachen einband, sondern nur als ruinös bezeichnete, nur war dem nicht wirklich damit geholfen. Schon 2 Jahre zuvor sollte das Gebäude teilweise abgerissen werden und das war sogar genehmigt, doch auch das ist nicht geschehen. Mit dem Abriss sah die Stadt erst eine Tankstelle und Verbrauchermärkte auf dem Areal, doch davon nahm man wenig später wieder Abstand, bis man dann einen Einzelhandel befürwortete oder einen Biomarkt hier etablieren wollte. Aber mehr wie heiße Luft war das am Ende auch nicht. Ein typisches Versagen von Politik und Stadt. Das nun seit etwa 30 Jahren leerstehende Gebäude musste sich mit so einigen Widrigkeiten umherschlagen. Viele haben geredet und geredet und geredet. Passiert ist am Ende nichts. Stattdessen fiel das Gebäude 2020 einem Brandstifter in die Hände, der zum Glück in diesem Fall gefasst werden konnte. Doch der Schaden war immens. Nach nur einem Jahr sorgte sein Zutun für Teileinstürze und Deckendurchbrüche über gleich mehrere Etagen, sodass das Ballhaus einer Notsicherung unterzogen werden musste, welche sich nach Schätzungen auf bis zu 500.000 Euro belief.
Diese Aufnahmen entstanden übrigens, als ich von dem unmittelbaren Abriss erfuhr, Ende April 2021. Im September, also knapp 5 Monate später, stand vom gesamten Objekt so gut wie nichts mehr. Das Ballhaus Wintergarten wurde abgerissen, nachdem sich über Jahrzehnte nichts tat. Eine riesengroße Schmach, wenn ihr mich fragt. Man hatte sich einfach viel zu viel Zeit gelassen. Und am Ende geht eine wahre Identität verloren. Aus diesem Grund sind diese Aufnahmen meiner Auffassung nach ein wichtiges Zeitzeugnis dieses einst so schönen Ortes. Vor Ort war aber klar, warum es nun kaum noch eine Chance für eine Sanierung gab. Viele Gebäudeteile waren schlichtweg einfach nur noch Trümmer und durch Trümmer nicht mehr erreichbar. Ganze Gänge und Räume waren eingestürzt und auch auf den oberen Rängen konnte man sich gar nicht mehr aufhalten. Von dem einst so prunkvollen Konzertsaal waren nur noch Trümmer übrig. Im Keller hatte sich der Hausschwamm breit gemacht, nur schwer ließ sich der alte Glanz aus früheren Tagen erkennen. Aber was sagt ihr nun zu diesem Objekt? War es das Versagen der Stadt, des Stadtrates, vielleicht aber auch des Eigentümers? Was hättet ihr an deren Stelle entschieden? Vielleicht Millionen investiert oder die 800 Quadratmeter gleich freigeräumt? Und vielleicht findet sich ja noch jemand von euch, der hier mal zu Gast war, in besseren Tagen natürlich, als das Ballhaus Wintergarten noch war. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr in der Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt und das ganze Jahr über noch viel mit uns erkunden möchtet, dann gebt uns auf jeden Fall noch ein Abo, wenn ihr das nicht bereits schon getan habt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns dieser Tage. Macht's gut, bis dann und ciao. Thank you.